Herzlich willkommen zu den 18. Untergrundbacher Weltschautag, die man ja ausnahmsweise heute mal ganz schnell eröffnet. Hiermit sind die 18. Untergrundbacher Weltschautage eröffnet. Ja! Jeder den richtigen Zeitpunkt im Leben und dass wir den richtigen Zeitpunkt zum Abendessen nicht verpassen, machen wir das Ganze jetzt ein bisschen anders und begrüßen erst ein bisschen später, sondern wir fangen gleich mit dem Kochen an. Und ja, in dem Zusammenhang stelle ich natürlich die Regina, beste Regina Berner vor. Wir sind nachher dann noch etwas ausführlicher. Im Moment geht es jetzt erstmal hier ums Essen, um ja, das Gutangerin. Welches Stück ist das? Das ist jetzt das Mäusle vom Gutangerin. Das ist ungefähr wo beim Tier, dass das Tier ist? Ich koche nur, ich zerteile es nicht. Okay. Da haben wir unseren Fachmann, fragen wir gleich den Rainer. Rainer, wo ist das Mäusle? Die Wade. Blöde, mein Gott. Gut, und nachdem wir ja Rezepte aus der Marie-Mort-Zeit haben, dass Sie auch wissen, was da alles drauf ist, der Fachmann vom Gutangerin hat schon gesagt, es sieht aus wie auf der Weide, 13 verschiedene Kräuter, sage ich später noch was dazu. Also sozusagen kommen die Kräuter wieder zum Rind dazu, also das ist ja wieder passend. Ja, anders sozusagen. Ja, also ziemlich genau vor einem Monat vom Gutanger geholt haben und das zu einem großen Teil dann im Reifeschrank hier drin war. Da sehen Sie auch noch die hohe Rippe, die da noch hängt. Das ist so unser letztes Reservestück Fleisch, nachdem das ganze Kalb jetzt praktisch bis zum letzten Punkt vergeben ist. Und wenn es irgendwo noch Rahmen geben sollte, weil wir irgendwas falsch notiert haben, dann ist es unser letztes Reservestück, wo wir noch was rausschneiden. Was hast du damit gemacht? Ich habe das jetzt nur gesalzen und gepfeffert. Salzen mit dem Himalaya-Salz, danke. Und jetzt wird das Ganze von dir auf dem Teppanyaki. Tenzug ist japanisch und heißt Eisen, Pan heißt Platte und Yaki heißt gebraten. Das heißt, es ist nichts anderes als einfach eine sehr heiße Platte, die von dem Thermostat geregelt wird. Das heißt, die Temperatur ist immer genau so, wie man es haben will. Und im Prinzip machen wir darauf nicht nur die Kartoffelchips, die Klaus und Elke gerade gemacht haben, sondern alles, was man sonst in der Pfanne machen würde. Der Vorteil ist, ich habe die Fläche, die Größe ist als 3 Pfannen, bei den großen Teepfannen sind sogar 6 Pfannen. Die Temperatur ist vom Thermostat geregelt und ja, wir hoffen, dass unser Steak dann nachher auch verschwindet. Es kommt dran Thymian, Majoran, Petersilie, Schnittlauch, ist ja nichts Außergewöhnliches, aber in der englischen Küche war man kreativ. Es ist auch dran Wegwarte, Ringelblumenblüten, Erdbeer- und Veilchenblätter, Borretsch, Ampfer, Schafgarbe, Salbei und Minze. Alles aus dem eigenen Garten? Jetzt leider nicht mehr, weil unsere Schule ja neu gebaut wird und auch meinem Garten jetzt die Interimsschule steht im Moment. Ja, also wir haben ja jetzt Glück, wir haben im letzten Schuljahr auch die Mensa für die Großen, also Realschule, Gymnasium übernommen. Bis jetzt hat man nur die Grundschule. In der Grundschule 150 Kinder am Tag und in der Mensa, Realschule, Gymnasium, je nach Wochentag. Freitags ist kein Nachmittagsunterricht, da haben wir weniger Kinder, da sind so 40 bis 50. Und Donnerstag ist der meiste Nachmittagsunterricht, da kommen dann nochmal so 90 bis 120 dazu. Und ich habe auch eine tolle neue Kollegin gekriegt und da können wir jetzt zunehmend mehr machen. Voll im richtigen Zeitpunkt. So gesehen, normalerweise ist es ja manchmal so, dass wenn wir große Gruppen haben, dass die Köche sich aus kleinen Häusern dann sagen, oh, das sind aber viele, diesmal ist es sehr andersrum. Für die Regina sind sie jetzt eher wenige. Wir mogeln ein bisschen, also wir haben zwar Rezepte aus dem 16. Jahrhundert, aber ziemlich moderne Geräte. Wir mogeln etwas und geben es den Druckdampfgarer, weil ich nicht wusste, dass das Fleisch, ja, probieren, bei 120 Grad festliegt. Wir haben alle Varianten. Wir nehmen das Rind
von Nose to Tail, also Nase bis Schwanz, und haben auch alle gar mit uns, nämlich diese Niedertemperatur bis 120 Grad im Druckdampfgarer, einfach nur zu zeigen, dass ja, das jeder dann so machen soll, wie er das mag. Ja, so, stopp, Moment. Ja. Schmorgericht. Und nachdem ja im 16. Jahrhundert die Wasserqualität gefährlich war, hat man das nicht mit Wasser aufgegossen, sondern nur mit Alkohol? Ja, das war Zeit. Bier oder Rotwein? Bier und Rotwein. Waren denn die Nonnen genauso schlimm wie die Mönche dann, was den Bierkonsum angeht? Ja, was heißt schlimm? Das war lebensnotwendig. Also, ist das heute noch genauso? Ja, aber damals war Wassertrinken gefährlicher als heute. Also das, nicht mal Kinder haben Wasser gekriegt. Entweder ja, aber Milch. Vorsichtig muss man trotzdem auch heute noch sein. Ja, aber damals war der Alkohol noch nicht so hochwertig wie bei uns. Der einzige Weinspruch, den ich von der Weinkönigin gelernt habe, mir gemerkt habe, du sollst nicht Durst mit Wasser löschen. Na, dem fällt das oben sowas ein. Das Wasser, das gehört den Fröschen. Im Frankenland, da trinkt man Wein. Übergehen nämlich zur Vorstellung unserer Gäste. Und die wichtigste ist die, die eigentlich der Anlass ist für heute Abend. Denn ursprünglich ist die Idee entstanden mit Klosterküchen zusammen. Die Erfinderin des Klosters, nein, des Ingwertrinks, Kloster klingt ja auch nicht schlecht, des Ingwertrinks ist heute bei uns zu Gast aus Klagenfurt, die Maja Faser. Herzlich willkommen. Wir haben alle schon probiert für den Ingwertrink? Ja. Hast du alle schon besiegt, oder? Nicht alle. Ah, ja. Also, wir kriegen sie alle. Sie kommen uns heute aus. Maja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wir haben uns kennengelernt, auch auf der Messe, auf der Consumenta. Da wart ihr bei uns am Stand zu Gast, weil wir das so kurzfristig entschieden haben. Dann dachte man, kommt halt zu uns, da ist doch Platz. Und es hat dann so viel Spaß gemacht, zusammen mit Maja zu arbeiten. Denn sie hat eine tolle Geschichte dran. Sie hat nämlich auch vom richtigen Zeitpunkt im Leben. Das war ja der eigentliche Anlass, der richtige Zeitpunkt. Und in deinem Leben gab es ein paar Zeitpunkte, die da zusammenliegen. Ja. Erzählst du es uns? Ja. Dann machen wir dabei ein bisschen Suppe und ich mache da ein bisschen sauber noch. Ja. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. ja, wie alles angefangen hat. Ich hatte so eine Krise. Schon als Kind hatte ich Allergien. Und Asthma und Dermatitis. Sie kennen sicher das bei Ihren älteren Kindern oder bei Jüngeren. Und dann war ich immer so, schlechtes Immunsystem hatte ich. Und dann war ich schwanger und bekam meine Anna. Und dann auf einmal waren Allergien noch stärker und Dermatitis war so stark und war ganz rot. Und auf einmal war ich 2 Jahre. Ganz, jede 14. Tage hatte ich ganz Lungenentzündungen, nonstop etwas. Und dann käme einmal meine Oma zu mir und sagte, Ma, jetzt ist Schluss mit Antibiotikum, trink das. Und sie hat mir Ingwertrink gebracht, aber mit Zucker. Ja, was ist das? Trink das. Und dann habe ich angefangen zu trinken. Aber sie hat diese Rezeptur bekommen von ihrer Freundin aus Deutschland, aus München, von Alenka Bauer. Und deshalb Kloster Kitchen. Weil Alenka, sie war Nachbarin von dominikanischen Kloster in München. Und sie hat da immer Zeichnungen da gemalt. Und sie war viel im Kloster und auch bayerischen Kloster. Ich kenne nicht so gut Bayern wie weil, weißt du, welches Kloster? Leider nicht. Sie sagte mir immer, dass sie, das kann mir nicht sagen, weil es die Ideen und die Rezepturen, die sie hatte, sind nicht von einem Kloster. Sie ist immer von einem Kloster zu anderen gegangen und da haben die dann so gelernt und gezeichnet und gebetet und alles, was dazu gehört. No, und dann habe ich mir Gesundheit zurückgebracht
Und dann habe ich angefangen, mit Ingwer Trink auf den Markt zu gehen. In Klagenfurt, oder? In Klagenfurt, ja. Und ich habe angefangen mit Ingwer Trink mit Zucker. Weil alte Rezepturen aus Kloster sind, gerade mit Zucker oder mit Alkohol. Jetzt habe ich erfahren, warum. Wegen Wasser. Ne? Wasser ist so gefährlich. Ach. Wir müssen da aufpassen. Und wir modernen, jungen Leute wollen alles mit Wasser haben. Und dann haben wir meine Kunden gesagt, Maja, mach ohne Zucker. Mach so. Und wirklich, nach einem Jahr mit meinen Kunden aus Klagenfurt ist dieser Ingwer-Trink entstanden. Und ich muss auch sagen, dass dann ist auch mein Mann hat erfahren, gesehen, wow, Leute lieben das. Und dann ist auch er angefangen damit. Und wo wir auch über den richtigen Zeitpunkt sprechen im Leben. Und auf einmal war es so, dass wir hatten zu Hause so größere Töpfe schon. Und wir haben Küche gekocht. Und auf einmal hat mich Mario, Herr Mario Fürst. Der junge Mann, ja. Und ich muss Ihnen sagen, dass wir waren gerade mit meinem Mann, hat mir versprochen, für meine Hochzeit, wir hatten nicht diese Vorbereitung gemacht für kirchliche Hochzeit. Und ich wollte das. Und er hat gesagt, Maja, ich verspreche dir, wir machen das. Und wir haben so, ich weiß nicht, ob Sie kennen Medjugorje. Ja. Schwester Regina, Sie kennen das? Ja. Ja, genau. Und wir waren da in Medjugorje. Da ist so ein Platz, wo man betet und in Ruhe ist. Und gerade dorthin hat mich Mario, da war ich. Und ich habe gebetet nur für Gesundheit und alles. Für Ingwer-Trink habe ich nicht oder so. Vielleicht mit Herz. No? Und da mich dann Mario angerufen, dass er mit uns sich treffen will. Okay, ich habe gedacht, okay, vielleicht will er Ingwer-Trink. Und so haben wir dann uns kennengelernt. Direkt aus Medjugorje sind wir zu ihm gefahren, nach Würtensee. Und da hat er dann vorgeschlagen, dass wir anfangen. Und deshalb haben wir jetzt so schöne Verpackungen und Bioqualität. Ich hatte vorher keine Bioqualität. Und ich muss sagen, dass jetzt, wo wir machen händisch. Wir schälen händisch Ingwer und dann zerkleinern wir ihn. Das machen wir in Slowenien. Mit Hilfe von unseren Fahrern aus Kärnten, slowenischen Kärnten. Und da kommen 200 Leute. Und wir schälen das und das wird dann, dieser Geld wird dann für Kinder, die im Not sind. Und dann fahren wir Ingwerstücke sofort nach Klagenfurt und da mischen wir zusammen, wie ich früher in der Küche gemacht habe. Ja. Im Ingwer-Trink ist dann Agavendicksaft drinnen, ohne Zucker in das Rezept. Ich habe dann lange gesucht, auch nach dem Agavendicksaft überhaupt, um sehr, auf sehr die Idee zu kommen, wie man süßt, weil süßen muss man es. Ja. Und Zucker sollte nicht mehr rein, aber das ist eine lange Entwicklung. Mit was habt ihr alles experimentiert? Mit Ahornsirup, mit Apfelsüße, mit Birnenzucker. Wir haben alles probiert, aber Gott sei Dank hatten wir immer diese Möglichkeit, dass Leute probieren. Weil ich gehe noch immer jeden Donnerstag und Samstag auf Benediktinermarkt in Klagenfurt. Und dann haben wir sofort so gesagt, nein, Maja, das schmeckt nicht. Maja, mach so. Und ich habe nur zugehört. Und so ist dann entstanden mit Agavendicksaft, Zitronenkonzentrat und Biofrucht geben wir. Und Wasser. Schon wieder. Aber ich muss sagen, zum Beispiel mit Prosecco geht es sehr gut. Und auch mit einem guten Wodka. Mit dem Seko, das können Sie ja noch probieren. Seko haben wir genug da, Wodka sind wir etwas runter. Also. Okay. Aber Seko geht sicher. Aus von wo kommt dieser? Aus China. Aber wir kontrollieren ihn. Vor dem, dass wir einladen auf Schiff,
Und wenn er in Rotterdam kommt, machen wir schon wieder einen Test. Und noch bei Produktion. Es ist wirklich immer getestet. Für uns, für Kloster Kitchen, ist das wirklich wichtig. Der Ursprung von Ware. Dass wir, das macht auch guten Geschmack. Allergie ist weg? Ja, ich muss sagen, ist nicht nur Ernährung, ist alles zusammen. Glauben, Ernährung, Bewegung, positives Denken. Und Mario Frost. Und Ingwer trinken. Und Mario Frost. Der ist das Marketing zuständig, eben in dieser Firma, die er, ja. Sie haben es ja gehört, praktisch zusätzlich zu dem Produkt, das die Maya bereits so weit entwickelt hat. Hat er dann alles so rumgemacht, was Vertrieb und Marketing ist. Und das ist durchaus beeindruckend. Also Sie können es nicht nur bei uns kaufen in Ingwertrink, sondern natürlich auch im Internet. Besser als bei uns. Ja, ja, es gibt auch noch andere Verkaufsstellen, ich weiß. Wollt ihr sie alle aufzählen? Die exklusivste ist in Untergrundbar. Aber apropos Verkauf, wir können nachher noch weiter sprechen über Ingwertrink und Maria Waldschule, jetzt sollte ein bisschen was zu essen geben und wir haben, ja, passend zum Ingwer, die Rezepte aus dem 16. Jahrhundert haben ja auch wahnsinnig viel mit Ingwer zu tun. Die Schwester Regina ist die absolute Spezialistin, die kann in diese altenglischen Texte, die Handschriften vorlesen und dazu auch noch übersetzen, das ist völlig abgefahren. Und aber auch immer Ingwer wird, ja? Also heute haben wir keinen Ingwer, aber wir haben heute eine Suppe, die es jetzt gleich gibt, von einem berühmten Koch, von dem vielleicht der eine oder andere schon gehört hat, das war der Bartolomeo Scappi, das war ein Italiener, der um 1500 geboren, 1577 gestorben und der war Leibkoch für mehrere Päpste. Ja, vier mit dem, ja. Also der Gregor war dabei, das war der mit dem Kalender. Aber das war der Letzte. Muss ich mal nachgucken, es war der Paul der Dritte und Louis der Dritte, Paul der Vierte, Pius der Vierte und Fünfte. Genau, die ganze Pius. Genau. Familie, das ist das falsche Wort. Bei Päpsten spricht man nicht von der Familie. Es war jetzt keiner, der da mal die Worte des Lebens schwer gemacht hat, das war die dann später. Ja, ja, genau, den Zusammenhang gibt es nicht, deswegen nehmen wir das, ne, weil die, haben, ja. Die anderen Päpste, mit denen hat Mary etwas Schwierigkeit. Mary haben wir übrigens auch dabei. Also das ist wirklich direkt aus dem Kloster entnommen, das Bild ist es. Hängt bei uns auf dem Gang vor dem Speisesaal. Du darfst es halt, wundert sich niemand, wenn du da mit dem Bild in der Wahl. Meine Oberin ist ja da, die weiß es. Gut, und der Bartolomeo Scappi, der hat auch sehr kreativ gekocht. Das ist jetzt eine Suppe aus verschiedenen Rüben. Mittlerweile kriegt man bei uns ja auch nicht nur gelbe Rüben, also seitdem es da Verschiedenes gibt, habe ich immer Schwierigkeiten bei meinem Gemüsehändler. Sonst habe ich halt immer gelbe Rüben bestellt, wie man das in Franken so macht. Und jetzt fragen sie dann immer nach der Farbe, also ich bestelle jetzt immer Karotten, weil es gibt orangene Karotten und gelbe Karotten, die sind beide in der Suppe. Und dann ist noch Petersilienwurzel drin und Pastinake. Auch eine Wurzel, die bei uns in Deutschland eigentlich ziemlich in Vergessenheit geraten ist, in England und in den skandinavischen Ländern nicht so. Aber jetzt kommt sie wieder und hat einen ganz feinen Geschmack. Und jetzt hoffe ich, dass keine Vorurteile entstehen, wenn ich Ihnen sage, was alles drin ist. Also die Rüben werden ein bisschen angedünstet mit Butter und dann kommt rein Safran, Zimt, Thymian, Salz und Pfeffer. Und das Ganze wird jetzt dann noch mit Ei leviert. Hoffe ich, dass es nicht zu heiß geworden ist in der Zwischenzeit. Aber dann gibt es halt Eierflocken. Das ist immer auch kreativ. Ist auch was Leichtes. Smart. Also damals waren wir auch so mit dem Fleisch etwas kreativer. Vorhin haben wir uns schon mal unterhalten, also Igel, Eichhörnchen und solche Sachen. Ja, aber ja. Das hört sich jetzt irgendwie, halt das hört sich jetzt tragisch an. Also wir haben eine Mitschwester gehabt in England, in York, in unserem Haus. Die hat so ein kleines Geheft zusammengestellt, Food and Drink,
The Bar Convent, also es hat nichts mit der Bar zu tun, sondern das Mittelgate Bar ist das Stadttor, das direkt neben dem Haus ist. Und danach heißt dieser Konvent Bar Convent und die hat es eben von 1670 bis in die Jetztzeit, wie sich das so entwickelt hat mit dem Essen. Und damals in der Anfangszeit hatten sie immer ein Schwein, das gemästet wurde. Und ja, eine Schwester war auch immer da, die Bier gebraut hat. Das war auch wichtig. Das ist ja schon allein wegen der Fastenzeit wichtig. Ne? Heute haben wir keine Fastenzeit. Wir haben ja alles etwas klösterlich. Wir haben sie ja gebeten, sich selbst zu bedienen, die Getränke zu holen und dann einfach was in diese Schüsselchen zu geben. Wir bitten sie auch, ihr Essen abzuholen, wie im Kloster. Es soll ja etwas klösterlicher heute zugehen. Wenn Sie sich auch wundern, warum wir um Ihren Namen und die Tischnummer gebeten haben, wenn Sie ein Steak bestellt haben, das hängt einfach damit zusammen, dass wir dann tischweise versuchen anzurichten. Und dann kommen Sie einfach vor. Sie können dann auch einen Tischdienst wählen, der dann auch wieder abräumt. Und ja, das wird heute nicht so einfach. Und fangen wir jetzt einfach mal an mit dem. Achso, und eine Bitte habe ich noch. Ich tue mir leichter, wenn Sie die Karten so stellen, dass ich sie sehen kann. Wenn nämlich die Dekoration und die Weinflaschen davor stehen, dann weiß ich die Nummer noch von eurem letzten Tisch. Die Nummer. Ja, danke. Fangen wir mit der 9 an. Und es gibt Suppe. Und da machen wir kein ausnahmsweise. Oder sollen wir schweigen lassen? Nee. Also früher war ja Schweigen bei der Suppe, dass man sich darauf einstellt, aber so streng wollen wir jetzt auch nicht sein. So. Wenn Sie die Halle kennen, wie sie normal aussieht, wenn hier gearbeitet wird, dann steht hier so ein großer Stapel. Die Tatsache, dass wir hier sowas machen können, liegt an unseren Mitarbeitern, nur wenn wir so einem Team können, wir sowas leisten. Sie sind auch zum Teil da. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Kann ich nämlich den Möbelmachertisch und alle anderen, die noch da sitzen, auch bitten, sich noch Suppe zu holen. Ja, wir machen mit dem nächsten Gang weiter. Und es kam gerade die gute Idee, die Bitte, dass die Regina das nochmal erklärt. Es wurde nicht alles verstanden, was draufsteht. Also die Schrift ist natürlich auch schwierig zu lesen, aber das ist extra eine Schrift, die ich im Internet gesucht habe, die der Handschrift im Report relativ ähnlich ist. Und deswegen habe ich sie ausgesucht und unter dem Wappen, also vorne drauf ist das Wappen, das ist das Familienwappen der Familie Ward und deswegen haben wir dieses Kreuz auch auf unserem Kreuz mit drauf, weil wir sozusagen auch mit zur Familie gehören dürfen. Unten drunter steht Food and Drink at Mary Ward's Time, also Essen und Trinken, wie zu Mary Ward's Zeiten. Und zum richtigen Zeitpunkt. Genau. Und unten drunter steht not really rich, but well, also nicht sehr gehoben, aber gut. Also sie hat ja zum Landadel gehört in England, war immer wieder auf Festen, wo sie sicher auch sehr gut gegessen hat und hat auch Zeiten erlebt. Also sie war ja auch im Gefängnis in München im Anger eingesperrt, wo sie kaum was gehabt hat und wo ihre Mitschwestern, ihre Gefährtinnen ihr dann was gebracht haben. Und da war sie auch von England in der Zeit der Katholikenverfolgung geprägt, die Kirche im Untergrund. Und da, also unsere Schülerinnen sind da immer ganz begeistert, was sie da alle für Tricks drauf hatte. Also James Bond ist nichts dagegen. Also sie haben zum Beispiel ihr immer die Speisen in Papier eingewickelt und weil sie nicht so gesund war, haben sie ihr immer Fläschchen Zitronensaft mitgeschickt und das war nicht für die Gesundheit, sondern das war die Tinte. Also sie hat mit dem Zitronensaft auf Einwickelpapier geschrieben und die Schwestern haben das Papier wieder mit heimgenommen und haben es ans Feuer gehalten, dann wird die Schrift braun und dann kann man das lesen. Und solche Zitronensaftbriefe gibt es auch noch bei uns in den Archiven. Achso, ich dachte, ich war in der Schule als Spickzettel. Als Spickzettel nützt dir das nichts. Fällt doch auf, wenn du mit dem Bügeleisen dann da arbeitest. Okay. Gut. Also das erste ist Soup, also Suppen von Lombardei, was du ja auch schon ein paar Mal gesagt hast, lombardische Suppe von Bartholomäus Capi. Und Main Course, also die Hauptspeise, was jetzt kommt, das haben wir im
Druckgarer ja noch, das ist Pottage of Beef in the English Fashion, das ist das Rind mit den vielen verschiedenen Kräutern. Aber keine Angst, wir teilen jetzt nicht das Fleisch in 64 Portionen, sondern die anderen haben wir schon vorher gemacht, die Schmort hat die Regina schon gemacht. Keine Panik, also große Augen gesehen, aber wie? Ja, damals gab es Fleisch nicht so in großen Mengen. Und die Beilage, das ist Pottage in the Italian Fashion, das ist ein Erbsengericht, das ich jetzt dann gleich mache. Das machen wir gleich sofort, ja. Und dann gibt es noch ein Rye Bread, also ein Roggenbrot dazu. Zur damaligen Zeit gab es in Europa nämlich noch keine Kartoffeln. Und ich wollte dem Herwig nicht wieder das Pastinakenpüree antun für so viele, weil das so schwierig war durchzudrücken. Bei der letzten Kochshow kann man auch auf allen Seiten raus. Pastinaken. Ja. Weil es keine Kartoffeln gab. Okay. So, wir fangen an. Das sind jetzt grüne Erbsen. Temperatur. Ja, dann erst der Flüssigkeit. Weil bei der Power, die dein Herd hat, drin muss man nicht mal Erbsen haben. Kannst du haben. Also wir machen jetzt schnell das Zeigen, wie es Erbsenpüree geht. Und auch das haben wir in ausreichender Menge schon mal vorbereitet, ausnahmsweise. Sonst kommen wir immer live. Ganz live. Dass das Ganze dann einen guten Geschmack kriegt, kommt jetzt Schinken rein. Nein, das ist ja auch kein Rippenschinken. Ja, Anis, Schinken, Salz, Pfeffer. Und weil wir jetzt nicht so viel Zeit haben, dass der Schinken entsprechend den Geschmack abgibt, habe ich jetzt noch ein bisschen von der Bio-Fleischbrühe rein. Okay, dann jetzt ist es ganz, ganz spannend. Wir fangen mit den Tischen an, wo es wenig Steaks gibt. Und da richten wir dann die Teller her und gleichzeitig darf ich die Elke Döner und ihren Mann Klaus vorstellen. Das ist eine total raffinierte Lösung. Elke habe ich als Kundin kennengelernt. Sie ist mit so vielen Kunden, Kundinnen sind wir dann Freunde geworden. Sie ist auch Spezialistin für Sous-Vide-Garn geworden, hat auch schon Artikel im Blog geschrieben. Und sie raffiniert es ja an dieser Lösung, ist, wenn irgendwas, wenn sie auch was draufweist oder sowas, die Elke ist Zahnärztin. Und wenn aus irgendwelchen Dingen, die ihr macht, rechtliche Probleme entstehen, dann glaubst du, es ist Rechtsanwalt. Also wir haben halt wirklich dann alles gedacht. Und fangen wir gleich an mit dem Tisch Nummer 1 mit zweimal Hüfte. Wir hatten die Stücke im Reibestand, da kann dann später der Andreas was dazu sagen. In diesem Reibestand haben wir es im April rein, also ziemlich genau vor einem Monat. Und haben es da gestern raus, haben das weggeschnitten, was sehr fest war, was nicht so toll aussah. Es war nicht geschimmelt, es liegt an dem Salz, das in dem Rauch ist, weil diese lange Reifung, die gibt es schon lange. Meistens ist dann Schimmel drauf und das muss man wegschneiden. Das macht nichts, aber es ist natürlich schade, es ist schöner, wenn es nicht schimmelt und man nicht so viel wegschneiden muss. Denn warum ist diese Methode etwas in Vergessenheit geraten? Weil das Fleisch natürlich deutlich leichter und weniger wird. Und das ist natürlich dann schade, wenn man weniger Geld dafür muss. Das ist einfach eine ganze Menge. Und auch einer der Gründe des heutigen Abends, wir wollen einen bewussten Umgang mit dem Fleisch demonstrieren und dazu gehört die Haltung, wo der Rainer sich etwas drüber sagen wird. Aber da gehört natürlich dann auch mit diesem Tier, das vernünftig gehalten wird, eben dann dazu, dass man vernünftig damit umgeht. Und das ist zum Beispiel ein Reifestand, der richtige Zeitpunkt des Fleisches. Dann machen wir mit Tisch 8 weiter, das ist hier, die Steaks brauchen noch ein bisschen, aber das andere kann man sich schon holen. So, noch eine kleine Besonderheit des Abends, was wir auch am Tisch haben oder hatten oder noch bekommen werden. Sie haben ja vorhin erfahren, dass der Herr Mario Fürst gemeinsam mit Maya
den Ingwer drin, der hat nicht erfunden, aber der hat natürlich auch mit bekannt gemacht. Und dass auf der Weinflasche zufällig der gleiche Name steht, wie den er trägt, ist kein Zufall. Es gibt keine Zufälle im Leben, glaube ich. Nur der richtige Zeitpunkt, genau. Ja, ich bin in mehrfacher Funktion hier, das ist bei mir aber völlig normal. Ne? Allein Unterhalter geht auch, wenn man wollen, okay? Ja, Weingut Fürst. Kannst du singen oder tanzen oder was kannst du? Da hören wir lieber auf, das sind alle gleich zu Hause. Ja, Weingut Fürst, Herbert hat mich gebeten, wir haben das auf der Konsumenta schon so gemacht, als kleines Entgegenkommen, dass wir wieder auf den Stand durften. Ja, mein Onkel hat so ein kleines Weingut in Bürgstadt am Untermain, wer weiß, wo das ist. Ascheberg. Also ich bin kein Hesse, gell, falls das jemand denkt, auch wenn ich so ein bisschen Hessisch spreche. Aber das ist halt in der Nähe. Das ist von da dran. Von Hessen, ja, da dran. Na, Bürgstadt ist quasi am Untermain, am Main-Viereck, ein kleiner Weinort, umgeben von rotem Buntsandstein. Und da kommt auch der Wein her. Sie haben einmal, der sich für den Rotwein entschieden hat, ein Spätburgunder Tradition. Übrigens, da wachsen nur zwischen 45 und 55 Hektoliter pro Hektar. Das ist ein Ausbau lang in einem Holzfass. Ja, ist auch ausgezeichnet worden letztes Jahr als sehr guter Wein mit 5 Trauben. Gibt es nicht so viel, kann man trinken, habe ich gehört. Ne? Ja. Sage ich Ihnen auch dazu, ganz ehrlich, also so vor 20 Jahren hätten Sie diesen Wein nicht trinken können. Da haben wir den getrunken in Franken, also in Unterfranken, aber sonst hat den Wein fast niemand getrunken. Ja? Und ohne meinen Onkel da zu viel zu loben, aber er hat schon maßgeblich mit beigetragen, er ist immerhin viermal Winzer des Jahres inzwischen, ja, dass der Wein so eine Besonderheit gerückt hat. Vielleicht merken Sie so ein kleines Beerenaroma, das kommt über die lange Ausbauweise vom Holzfass. Kirschen sollen ein bisschen mit drin sein, ja? Wer es rausschmeckt. Ne? Und also ist ein schöner Rotwein, den man übrigens auch nach einem schweren noch besseren trinken kann. Man hat ja oft so den Effekt, ne? Man trinkt sehr hochwertigen Rotwein, sehr schwer. Und dann macht man irgendwie noch so eine Flasche auf, dass die Gäste mal schnell nach Hause gehen. Ne? Und dann dürfen sie den nicht nehmen, weil dann bleiben die dann da. Also, mein Nachbar, der sitzt da vorne, das ist der Herr Haag, der sagt immer, es gibt immer so einen, wie heißt der so ein? Wie heißt der Wein? Klingelwein, ne? Ja, mit dem man Klingelwein geht, dann kannst du so, den Witz macht er dann. Gut. Okay. Der Silvaner Pur Mineral. Silvaner ist ja eine sehr alte Rebsorte generell. Der Wein hat eine Besonderheit, der wächst auf überwiegend Muschelkalk bei uns. Ja? Wird extrem schwierig von Hand ausgebaut. Also auf diesen Bergen gibt es keine Maschine. Die ist zu steil. Wenn Sie mal durch Bürgstadt hindurchfahren, dann sehen Sie das. An der rechten Hand einen relativ steilen Berg, unten fließt der Main durch, da wächst quasi dieser Wein. Da geht keine Maschine, da wird alles mit der Hand gemacht, wird alles mit der Hand ausgelesen, wird alles mit der Hand abgeschnitten. Ja? Also das ist extrem hochwertig für einen Silvaner Weißwein, was ja eher eigentlich ein relativ oft normaler Wein ist. Ja? Der heißt auch Pur Mineral, es gibt auch noch die normale Variante, weil er eben speziell auf diesem Muschelkalksandstein wächst. Also soviel mal zum Wein. Wer auch mal bei meinem Onkel vorbeischauen will, jederzeit willkommen. Im Weingut Fürst gibt es regelmäßig auch gerne Führungen. Man kann auch mit Gruppen hingehen. Ist jetzt auch schon in der nächsten Generation. Der Sebastian hat es übernommen, sein Sohn. Kann man gerne aber auch mal machen mit einer Gruppe. Ist mit Sicherheit schön. Ist ein sehr schöner Weinkeller, ist eine sehr schöne Gegend. Und das Weingut ist sehr oben auf dem Berg. Also man hat auch einen schönen Blick und ist ganz toll gemacht. Ja, Herr Wolf. Ja. So. Also so viel mal zum Wein. Freut mich, wenn er Ihnen geschmeckt hat. Aber ich gebe es auch zu, es ärgert mich ein bisschen, wir haben einen Kork gehabt beim Weißwein. Ich hoffe, dass es nicht nochmal vorkommt, aber das ist halt auch mal... Das gibt's. Das wir haben einfach. Dann für das Kork, genau. Ja. Okay, gut. Dann haben wir einen Protagonisten noch, der auch wesentlich am Genuss, den Sie hoffentlich hatten, mit dem Fleisch beteiligt war. Das ist der, der gerade genannt wurde und der vor allem mit diesem von Maximus Mikrofon. Ja, aber ich würd gerne noch was sagen zu ihm. Sag ihm was. Ach doch, jetzt wieder. Ihr kennt euch doch. Ja, ja, wir kennen uns. Es ist quasi,
die Lotte und der Andreas von Königssatz. Jetzt muss ich echt sagen, es gibt ja. Es ist jetzt nicht abgestimmt, das ist jetzt nicht besprochen, das mache ich jetzt einfach so. Weil ich empfehle ja auch Königssatz, weil mir es gut schmeckt als Salz. Jetzt könnte man ja sagen, nein, das ist der Nachbar. Jetzt könnte man auch sagen, wegen der Lotte und dem Andreas bin ich auch zum Ingwertrink übrigens gekommen. Ne? Weil die sind also mal am Wörthersee, dann haben sie meine Frau und mich eingeladen, dann sind wir da hingefahren und es ist ja wirklich so passiert. Der Andreas und ich, wir fahren zusammen Mountainbike, meine Frau und die Lotte waren einkaufen bei der Maya auf dem Markt, wo ist sie? Da. Ja, habe ich die Maya noch gar nicht gekannt. Wir kommen vom Mountainbiken zurück und dann schenkt uns die Lotte so ein Stammball da ein, da weiß ich ja nicht, was es ist, ne? So eine gelbe Flüssigkeit da. Und dann habe ich das getrunken. Und in dem Moment habe ich das erste Mal Ingwertrink zu mir genommen, habe die Maya noch gar nicht gekannt. Hieß es damals schon so? Nee, damals hieß es noch Ingwergetränk, ne Maya, oder? Ja, ne? Also ich habe die Maya nicht gekannt, ich habe das nur getrunken. Und irgendwie habe ich mir gedacht, ich habe keine Ahnung von Getränke. Mein Onkel macht ein bisschen Wein, aber ich habe keine Ahnung. Aber dieses Zeug ist irgendwie der Hammer. Und dann kommt die Lotte und sagt, Mario, das ist ein super Produkt. Aber man könnte es noch ein bisschen besser vermarkten, hat sie gemeint. Ne? Und dann sagt der Andreas, da können wir was draus machen. Und ungefähr, weiß nicht, 4 Wochen später habe ich mich mit Ihnen mal zu Hause hingesetzt an einem Tisch, habe eine Flasche Champagner aufgemacht und habe gesagt, also wisst ihr was? Ich habe mit der Maya mit Primus gesprochen und wir machen da jetzt Ingwertrink zusammen. Ne? Und ich habe es denen beiden zu verdanken, dass ich das Getränk kennengelernt habe und denen erstmal zu verdanken, dass ich bisher sehr viel Spaß damit gehabt habe. Und ich erzähle das auch noch in 20 und in 30 Jahren, weil das ist die wahre Geschichte. Weil ich habe Ingwertrink nicht entdeckt. Die Maya hat es gemacht. Über die Lotte und Andreas, meine Nachbarn in Hersbruck, ist es zu mir gekommen. Aber der Hammer überhaupt ist ja der. Der erste Tag, wo wir die kennengelernt haben, meine Frau und ich, da haben sie uns zum Kaffee eingeladen, ne Lotte? So schnell hast du noch so einen Kirschkuchen dort zusammengezaubert mit Puderzucker drüber, ne? Stimmt's? Und dann erzählen die mir und meiner Frau, was die eigentlich machen. Salz und so, ne? Königssalz und hin und her. Ja, ich war ruhig und dazugehört. Und dann gehe ich mit meiner Frau wieder rüber, wo wir wohnen, also Nachbar, wir wohnen auf der anderen Seite. Und da sage ich, Vera, also meine Frau ist Vera, jetzt geh bitte mal da hin an den Schrank. Da unten, da haben wir doch so Salz, das haben wir ungefähr vor 3 Jahren, wo wir noch nicht in Hersbruck gewohnt haben, wo wir die beiden noch nicht gekannt haben, haben wir das doch gekauft. Ne? Und das schmeckt uns doch seitdem. Und seitdem essen wir das immer. Ich könnte fast schwören, da steht Königssalz drauf. Ne? Also so viel mal zum Leben, sie hat das Päckchen geholt. Und wenn heute einer zu mir sagt, ja, weil du die kennst und Ingwer trinkst und hin und her, da macht man Geschäfte mit, vergesst es. Ich habe Königssalz schon gegessen und es hat mir schon geschmeckt und ich habe das schon genommen und meine Frau auch, da haben wir die beiden noch gar nicht gekannt. Dass wir heute Nachbarn sind, dass wir uns gut verstehen, dass wir zusammen Fahrrad fahren gehen und so Sachen machen. Wisst ihr, das sind die schönen Geschichten im Leben. So haben wir auch einen Herrlich kennengelernt und ich sage noch was. Der Abend heute Abend fällt mir richtig gut. Warum? Es ist eine gute Atmosphäre, es sind gute Leute. Man kann ein bisschen was erzählen und ich höre jetzt auf und gebe an Andreas ab. Andreas, kommst du nach vorne? Und er ist eigentlich an allem schuld. Er doch. Aber jetzt muss ich nachlegen. Beim Übergang ist es Salz, weil in der steht ja auch da. Schönen guten Abend. Mein Name ist Hagen Andreas und ich bin an allem schuld. Das geht mir daheim auch immer so bei meiner Frau. Aber ist halt so. Ja, ich bin hier unsere Vision ist eigentlich Salz, Natursalz. Und dass wir zu dem Thema Salzschrank gekommen sind, das ist einfach ein Thema, weil keiner von diesen Herstellern unser Salz aufnehmen wollte. Jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt nehmen wir die Schränke auf, um das Salz zu verkaufen. Also ihr habt es umgedreht praktisch. Wir haben es umgedreht. Eigentlich hat ja, vornehmen, dass euer Salz... Keiner glaubt an uns, es hat keiner an uns geglaubt, nicht mal die Bank vor 12 Jahren. Keiner hat an uns geglaubt. Die haben gesagt, mit Salz kann man gern Geld verdienen. Okay. Es schaut ein bisschen anders aus. Das Natursalz ist stark im Kommen. Wir haben verschiedene Standbeine. Wir verkaufen Salz in über 350 Läden. Wir haben 330 Produkte. Wir machen Lecksteine für Pferde.
in ganz Europa. Wir brauchen für Rinder. Rinder kriegen es auch. Für Rinder natürlich auch, für Rinder und Pferde. Wir bauen Salzräume, wir bauen Salzsaunen weltweit. Ja, das ist unser Thema gewesen und ich habe immer gedacht, mit Salz, da sind wir jetzt am Zenit angelangt, wir können nichts mehr Neues machen und dann kommt Salz für Fleischreife. Das vom richtigen Zeitpunkt. Vom richtigen Zeitpunkt. Und dann haben wir gesagt, jawohl, wir haben ein super System, wir können Salzsteine aufbauen, ohne Verklebungen zu machen. Also wir haben keine Giftstoffe hinter dem Salz, weil normalerweise haben wir Salz immer verklebt. Wir haben ein Schienensystem erfunden, das wir patentiert haben und jetzt bauen wir es auch in Schränken ein oder auch in kompletten Metzgereien, die auf 40 Quadratmeter Salzräume Salzwände haben und dann die 10 Tonnen Rinderrücken da reifen. Auch mit 3 Hutanger, oder? Ja, da brauchen wir 50 Hutanger, damit wir das schaffen. Also, wollen wir nicht schaffen. Zum Thema Reifen, also ich bin auch ein Quereinsteiger, aber ich kann Ihnen so viel dazu sagen, also der Mensch hat ja immer versucht, sein Essen haltbar zu machen. Ja? Und früher, man hat es eingesalzen, das Fleisch, man hat es eingelegt, man hat es, keine Ahnung, verschiedene Sachen. Und das Reifen, das Trocknen, das kommt eigentlich auch aus Deutschland. Und früher haben die Leute das eingelegt, also aufgehängt und reifen lassen, aber wenn man das jetzt unkontrolliert reifen lässt, dann wird es nach 2, 3, 4 Wochen, fängt das Salz, fängt das Fleisch an zu schimmeln, ja, und zu riechen. Und dann wird dann am Schluss geputzt, mit Salzwasser abgeputzt und so weiter, aber der Geruch und der Schimmel, das geht ein bisschen ins Fleisch rein. Und mit einem kontrollierten Reifen, wie wir es hier haben, und in Verbindung mit der Salzwand, kann das Fleisch 5 bis 8 Wochen da drinnen hängen und es reift richtig. Das heißt, ich hab das hier raufgeschrieben, Wasser raus, Geschmack rein, also das Wasser verdunstet ganz langsam und der Geschmack bleibt aber drin. 4 Wochen war das jetzt drin, ja, hast du nie gegessen. Wichtig ist aber bei dem Reifen, man braucht ein gutes Fleisch. Man kann kein schlechtes Fleisch reinhängen, das zäh ist. Es wird nicht besser, besser wird nur, es wird nicht weicher, sondern der Geschmack wird besser. Also es wird nicht weicher dadurch, dass man es reinhängt, sondern nur der Geschmack wird besser. Das ist, was man, sage ich mal, nicht so rüberbringt bei den 3-Ager. Es gibt 3-Ager, wo wir das ohne Salz machen. Ziemlich ähnlich aussieht, genau. Aber eben keine Salzwand drin hat. Und da wird nur der Geschmack besser, aber das Fleisch muss gut sein. Und wir haben hier, also diese 3-Ager gibt es schon sehr längere Zeit, aber das 3-Ager mit Salz, ja, das ist jetzt seit einem Jahr in und wir haben den Namen Salz-Ager zertifizieren lassen und beschützen lassen, weil es wirklich was Besonderes ist. Und ich kann Ihnen heute sagen, wir haben vor 8 Wochen einen Privatkunden in Bamberg, der so einen Schrank besitzt, nur ohne Salz. Dann haben wir eine Salzwand eingebaut, weil er Probleme hatte mit dem Reifen. Nach 4 bis 5 Wochen, wenn das Fleisch da drinnen war, wurde es schimmelig, ja, und es hat gerochen. Jetzt haben wir den 3-Ager auf einen Salz-Ager aufgestockt und jetzt habe ich ihn heute angerufen und er war völlig begeistert, weil der Geschmack und auch der Schimmel nicht, also der Schimmel war nicht mehr vorhanden und der Geschmack war viel besser. Das heißt, wir können jetzt auch als Erfahrung sagen, dass auch die Salzwand was bewirkt. Ich hoffe, Sie haben es geschmeckt. Ja. Das würde mich. Und es ist so, das Salz da drinnen bewirkt einfach ein stabileres Klima. Hier sind ungefähr 80 Kilo Salz drinnen. Das Klima wird stabiler dadurch, das Salz desinfiziert und lässt das Fleisch, sagen wir, sanfter reifen, besser reifen. Soweit, so gut. Kann man auch kaufen, gibt es natürlich bei uns. Ja, sehr. Die passen sich. Haben Sie Fragen zu dem Fleisch oder zu dem Reifen?
Na, das Salz kommt, ja gut, die Frage, das Salz kommt aus Pakistan, nennt sich Himalaya-Salz und hat die Farbe zwischen Weiß und Rot. Ja. Und wir haben hier diese Orangensteine reingeklebt, weil es auch eine optische Sache, es schaut schön aus. Ja. Also man kann es gut präsentieren auch dadurch. Super, danke schön. Okay. Weil ich gerne den eigentlichen Ursprung vom Fleisch und natürlich auch vom Reif ein bisschen der Hut anhören, darf ich nochmal den Rainer Komfort gerne bitten. Denn das, was wir noch nicht hatten, ist eigentlich ja, die Tatsache, warum es sich nicht lohnt, Vegetarier zu werden, sondern warum eine Tierhaltung einfach Sinn macht und vor allem eine Tierhaltung so, wie jetzt hier vorbildlich für den Hutan gemacht wird. Das war ein Thema, was mir leider vor lauter Kochen und lauter hin und her noch untergegangen ist. Aber jetzt wollen wir es wissen. Was natürlich das Wichtigste war, das Fleisch, gerade zum Schluss. Vielleicht zu dem Thema von heute über Hutacker, weil das viel geändert, das sind alte historische Weideflächen. Diese Weideflächen sind schon erstmals eigentlich erwähnt, 1456, weil es genauer Aufzeichnungen gibt, wo welche Hutacker lag. Welche Rechte drauf waren. Entschuldigung, wann? 1456. Noch vor Mary Ward. Ja. Eben, war. Aber es passt ungefähr schon zusammen. Genau. Also, es war ein sehr kompliziertes Weidesystem von Weiderechten, Weidepflichten. Und deshalb waren das immer so Allmendeflächen, also Gemeinschaftsflächen. Deshalb muss das alles mal geregelt werden. Und deshalb wissen wir eigentlich auch, wo genau die Hutacker waren. Große Lagen, wie sie Weltwirtschaft gemacht wurden. Also gesagt, dass man bräuchte 50 Hutacker, wir haben 92 Hutacker in der Hersburger Alb. Wir sind also die Gegend mit den noch meisten alten Hutungsflächen und auch die Gegend, wo sie eigentlich noch am besten erhalten sind. Also sind ungefähr 500 Hektar Fläche alles in allem und dafür 350 Hektar beweidet und darum wieder 150 Hektar nur mit Rennern machen die verschiedenste Bauern. Was jetzt unser Projekt angeht, wir kommen eigentlich aus dem Naturschutz. Wir haben eigentlich angefangen mit den Tieren, weil wir im Naturschutzgebiet Oberes Moosberger Tal keinen mehr gefunden haben, der auf diese steilen Flächen mit seinen Tieren aufgeht. Wie man gesagt, das lohnt sich nicht, das ist zu steil, da fühlen sich die Tiere nicht wohl. Es war aber auch ein alter Hutacker und da war eigentlich klar, wenn früher Rinder drauf waren, dann könnten jetzt eigentlich auch wieder Rinder drauf sein. Wir haben uns dann für eine Rasse entschieden, das war ganz gut, das waren die Hinterwälder Rinder, das war das, was sie auch gegessen haben. Es gab für die Hinterwälder nicht gleich. Ja, es gab für diese Hutacker keine eigene Rinderrasse, sondern es war immer so ein Gemisch aus verschiedenen Rassen, aus verschiedenen fränkischen Gegenden und es gab nichts Typisches. Da sind wir jetzt dabei, da was Typisches auch zu züchten. Und Basis sind die Hinterwälderrinder. Die stammen zwar aus dem Schwarzwald, haben aber ein Gewicht von 450-500 Kilo, Lebendgewicht ungefähr. Das entspricht ungefähr dem, was früher die Rinder auf dem Hutacker waren. Weil früher das ist richtig wegen dem Einbrücken. Ja, weil früher das Fleckvieh deutlich leichter war. Jetzt hat Fleckvieh vielleicht so 700, 800 Kilogramm Gewichtsgleichgewicht, also schon was anderes. Und wir bevorzugen deshalb die Hinterwälderrinder, weil wir sehr steile Flecken haben und ein leichtes Rennen eigentlich da weniger Schaden macht. Und außerdem heißen die Hinterwälder auch Ziegen und ein Rindern. Das heißt, deren Nahrungsspektrum ist sehr weit. Sie sind sehr gut geeignet für den Buschung. Und natürlich schmecken sie auch hervorragend. Das wurde belegt in einem. Genau. Also wird jeder gute Rindnerzüchter sagen, dass sein Fleisch das Beste ist. Einzig bei uns stimmt das nicht, ist ja klar. Und wir sind jetzt auch also so weit, dass wir die Herde langsam aufgebaut haben und dass wir auch das Fleisch verkaufen. Wir haben nebenbei noch ein Patenschaftssystem aufgebaut. Derzeit läuft eigentlich unsere ganze Vermarktung über die Paten. Wer Pate ist, kriegt Fleisch oder wer Werkstatttage macht, kriegt auch mal einen Ochsen, wenn es sein muss. Ganz sogar.
Für den Ochsen war es nicht ganz der richtige Zeitpunkt. Der Ochse hätte gerne noch 3 Monate mehr Fleisch angesetzt, wäre noch ein bisschen dicker geworden. Aber für die Waldschrittage war es der richtige Zeitpunkt. Gut, zu dem Projekt Ägypten, also wie gesagt, wir haben ein Patenschaftsmodell aufgebaut, wo wir auch versuchen, mit dem Rind den Menschen Naturschutz, Landwirtschaft einfach nahe zu bringen. Es gibt sehr viele Rindeinteressierte Menschen, wir haben sehr viele Erfahrungen, die einfach mit rausgehen, mit auf die Weide gehen, einfach mal bei den Rindern sein wollen, einfach mal sehen wollen, wie diese Tiere leben. Und ich halte es einfach für wichtig, dass man da auch lernt zu unterscheiden, wie leben Tiere, welche Rasse es ist, welche Kategorie ist es, sozusagen Bulle, Ferse, eine Ferse oder ein Ochse. Das ist ein Riesenunterschied. Es ist ja so, ich vergleiche es mit dem Wein noch ein bisschen, wie man ein gutes Fleisch herstellt. Es gibt für jede Weinlage die passende Sorte, die passende Reben. Man muss es ausbauen, man muss es entsprechend pflegen im Wein. Man muss es entsprechend auch abfüllen und was ich vom Barrikaufbau oder ähnliches. Man kann sehr viel machen mit dem Wein und so sehe ich es eigentlich auch beim Rind. Was wir kaufen, ist Rindfleisch. Und das wäre genauso, wie wenn man nur einen Tafelwein kauft. Es ist so, dass natürlich jede Rasse Eigenschaften hat. Es kommt sehr viel davon auf die Haltung. Wie halte ich die Tiere? Es kommt sehr viel davon auf die Fütterung. Kriegen sie bloß Fleisch oder kriegen sie noch Gras? Kriegen sie Kraftfutter oder ähnliches? Also wir haben Unterschiede, wenn ich andere Rinder anschaue, die haben teilweise Zunahmen von 1500 Gramm am Tag. Unsere haben 700 Gramm, also man merkt schon, dass einfach ein riesen Unterschied auch da ist. Das andere ist natürlich, wie behandle ich die Tiere im Jahresumgang und wie wichtig ist, wie schlachte ich die Tiere, dass sie schon geschlachtet werden. Man kann die beste Rasse haben, den besten Umgang. Und wenn ich die Tiere, die das Ganze auf der Weide waren, dann zum Schlachthof bringe, da sehen sie andere Tiere, da riechen sie das Blut, da kommen sie zu fremden Menschen, da kommt der Schlachter. Also es ist so, dass im Prinzip man ein Fleisch auch kaputt machen kann. Das nächste ist natürlich, das haben wir jetzt gehört, nach der Schlachtung, was mache ich mit dem Fleisch, wie hänge ich es ab, in welchen Temperaturen, wie lange, oder eben jetzt gerade mit diesem Salzreifung, was kann ich mit der ganzen Sache machen. Was dann, sagen wir so, beim Wein leichter ist, beim Wein kann ich als Konsument nur noch den Fehler machen, dass ich ihn nicht zu warm oder zu kalt serviere. Beim Rind ist es anders, man muss natürlich auch das richtig kochen. Also das, bis zu der Geschichte, bis das Fleisch auf dem Teller ist, können wir noch einiges machen. Aber dann, wenn es gespannt beim Kunden ist, dann liegt es natürlich jedem selber, was er mit dem Fleisch macht. Aber ich denke mir, für was wir einfach stehen, nicht nur für den Naturschutz, sondern dass wir einfach versuchen, Fleisch zu erzeugen von Tieren, die ein gutes Leben hatten. Und wir versuchen einfach das Beste mit oder aus ihrem Tod auch zu machen, dass einfach ein gutes Fleisch gewiss auch genießen können, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Wir haben, unsere Tiere sind im Winter bei einem Landwirt untergestellt. Wir schlachten auch meistens nur im Winter. Und dieser Landwirt ist auch Metzger. Das heißt, die sehen keinen anderen, der hat auch seinen Schlachthof auf dem Hof. Die sehen keine fremden Menschen, die gehen halt mit dem, das ist die ganze Zeit gefüttert, auch in den Hänger rein. Wenn er ein bisschen streichelt und dann kommt der Vollsichtsschiefwiese und das war es eigentlich. Die schonendste Methode wäre eigentlich Weideschutz. Gar nichts merken davon, aber das ist im Gang, ich sag mal, die zweitschonendste. Ich denke mal, wichtig gerade für Tiere, die draußen sind, die Enge dann in irgendwelchen Hängern, die Enge in irgendwelchen Schlachtstätten und ähnliches, sind die dann im Stress. Und wer schon mal ein hartes Rindfleisch gegessen hat, der wird merken, das war halt voll Adrenalin und da kann ich ein bisschen das Fleisch kaputt machen. Rindfleisch kaufen. Kaufe ich dann Ochse, Bulle, weibliches Rind? Ochse oder Ferse ist so das Non-Plus-Ultra, was man kriegen kann. Das Problem im Wettbewerb. Bulle, weibliche Rind, ja. Bulle wird nur zur Züchtung oder zur Züchtung? Nein, es ist so, dass sie wahrscheinlich zu 90% Bullenfleisch kriegen, weil Bullen wachsen einfach schneller. Es ist jetzt nicht, dass dieses Fleisch absolut schlecht ist, aber
Es ist so, dass der Ochse natürlich ein anderes Fettanlagerungsvermögen hat, genauso wie die Fäße. Da gibt es das intramuskuläre Fett, was das Fleisch weich und auch geschmacklich gut macht. Wenn ich einen Bullen habe, der macht er viel Masse. Also das sehe ich auch, wenn wir unsere Tiere kastrieren. Nein, das ist mehr der Muskelaufbau. Also dass die Bullen richtigen Muskel aufbauen und jetzt bei Ochsen oder Fersen nicht der Muskel, sondern die Fettanlagerung oder andere ist. Und das ist das, was wir eigentlich wollen, das intramuskuläre Fett. Das hat nämlich den Nachteil, dass ein Ochse langsamer wächst. Deswegen kriegt man nur selten Ochsen im Handel oder ähnliches. Viele schreiben es drauf, aber bei den wenigsten ist es wahrscheinlich wirklich ein Ochse, weil ich manchmal bei unseren Tieren, die wenn ich kastriere im ersten Jahr, denke ich, die wachsen gar nicht mehr. Also das dauert einfach sehr, sehr lange. Und um Fett anzufüttern, brauche ich fünfmal so viel Futter wie für das Muskelfleisch. Das heißt, betriebswirtschaftlich ist der Ochse eigentlich eine Katastrophe. Aber ich werde es dann auch nach dem Preis so hoch kriegen, dass es auch wieder Sinn macht. Also aber heute was ganz Spannendes. Ja, natürlich. Genau. Wie groß ist Ihr Viehbestand? Also wir haben jetzt aktuell bereits 25 Hektar auf ungefähr 24 Weiden. Und wir haben einen Viehbestand von derzeit 16 Mutterkühen plus Nachzucht. Wir haben jetzt im Moment 32 Köpfe oder was, aber im Moment werden laufen Kälber die Ohren. Also das müssen wir jetzt glaube ich bei 32 lassen. Wir machen auch eine eigene Zucht, also wir haben die Hinterwälder Rinder als Basis und haben uns aus der Oberpfalz einen Rotviehbullen geholt. Weil die alten Hirten haben immer vom Pfalzflaschler geredet. Die Pfalz heißt, so 70% Rotvieh in der Pfalz drüben, in der Oberpfalz. Flaschler heißt Blässe. Also ein Rotvieh mit Blässe. Und das züchten wir jetzt eigentlich nach. Das ist jetzt, der Rotviehbulle bringt ein bisschen mehr Fleisch, ein bisschen mehr Masse. Und natürlich auch die rote Färbung des Fells, ich habe da hinten ein Fell ausliegen von unseren Tieren. Und das soll jetzt so die naturschutzgerechte Rasse werden, die aber auch vom Fleisch her natürlich top ist. Ist das dann schon eine Größenordnung, von der man leben kann? Nein, noch nicht. Aber es ist halt so, der Hauptzweck, warum wir die Tiere haben, ist eigentlich die Landschaftspflege im ersten Sinn. Weil, wie gesagt, wir sind in Naturschutzgebieten drin, wir sind in den Blockschutthalden drin, also das heißt Schuttberge, die aber freigehalten werden müssen, wegen der speziellen Flora und Fauna dort. Also was wir müssen, wenn man natürlich Artenvielfalt erhalten will, sollte man das tun. Und wir sind auch im Steinbruch von Hartmannshof, wo man einfach mal an den Steinhängen das bisschen ausprobieren. Es gab auch sehr viele Zweifel, weil das wirkliche Steilhänge sind, aber die Tiere kommen damit so klasse zurecht, dass es einfach so schön ist, die an den Steilhängen dann auch stehen zu sehen und so weiter. Also nicht nur Nose to Tail, nicht nur Nase bis Schwanz, sondern auch Weide bis Teller? Also der Idealfall wäre halt, was ich immer mehr erträume, dass die Tiere, bevor sie zur Schlachtung kommen, ihr Geld schon verdient hätten. Aber da arbeiten wir noch dran. Also eine gerechte Belohnung unserer Weidetätigkeit eigentlich. Die Tiere sind eigentlich als Naturschützer tätig. Ja, mehr oder weniger. Und wie viele arbeiten da mit? Außer mir? Ja. Eigentlich weiter keiner. Also, ich habe die ganze Zeit noch nicht mal alle in die Hand gestellt. Ich habe schon Helfer, die so eine Zaunaufbauung oder sowas mal. Und einfach, oder auch Paten, die einfach so Spaß machen, zu kommen. Das schon, ja. Also kann jeder Pate kann auch gerne mal mit zum Zaun bauen oder Kühe hüpfen oder rumtreiben oder sowas. Ja. Deswegen Hutanger Pate werden. Genau, deswegen kann man auch Paten schaffen. Ich habe die Zelle hinten liegen, also Paten, also es gibt da bei uns einen Patenservice, nicht so verwechseln mit Party-Service. Patenservice, da können die Paten werden alle angeschrieben bei den Aktivitäten immer machen. Die Paten werden angeschnitten, wenn es geschlachtet wird. Sie kriegen eine Wunschliste von Fleisch. Wunschliste deshalb, weil wenn man natürlich ein Tier schlachtet, das hat nicht, also ein Kalb hat leider nicht 50 Kilo Schnitzel, die ich verkaufen könnte, sondern vielleicht nur 20.
Aber da muss man alles von meinem Markt. Das heißt, man sucht die dann raus, man kann in kleinen Stücken das bestellen. Das ist alles ein Problem. Das Problem ist im Moment eher die Menge, dass man die herbringt. Super, danke schön. Zurück zum Teller, Dr. Regina nochmal. Zurück zum Teller, du hast noch einen köstlichen Nachtisch, aber das Brot war übrigens auch von der Regina selber gebacken. Da wurde ich vorhin auch nach dem Rezept gefragt, das ist ganz einfach, das ist reines Roggenbrot, weil es in der damaligen Zeit natürlich Weizenbrot nur für gehobene Klassen gab und für Kranke hat man es dann auch verwendet. Also es hat diese Schwester in diesem Heftchen auch, weil es einfach leichter verdaulich ist. Und das war jetzt ein Roggenbrot, der Roggen geschrotet, eingeweicht in Buttermilch und dann ist nur noch Salz und ein bisschen Natron drin und dann gebacken. Das ist der Lemon Cake, das ist wie ein Mürbeteig, also Mehl, Zucker, Butter und ganz viel frische geriebene Zitronenschale und Eigelb. Das können wir organisieren. Können wir organisieren. Steht, Kleidung wird ins Block. Nachhaltigkeitsblock ist dann alles zu finden. Regina, nochmal zu Mary, eure Ordensgründerin. Ja. Sie hat ja mit den Päpsten dann ganz schön Schwierigkeiten gehabt. Du hast es schon erwähnt. Sie war ja, ich habe während des Studiums ja auch eine Arbeit über Frauenbewegung geschrieben. Sie wird nie in Verbindung mit Frauenbewegung gebracht. Obwohl es ja eigentlich die war, die die Mädchenbildung so forciert hat, dass sie ja auch dementsprechend Schwierigkeiten kam. Wie nennt ihr sie in dem Zusammenhang? Ob Frauenbewegung, Emanzipation? Ja. Du hast es so schön ausgeschrieben mit, wie hast du es, mit Bildungs... Ja, Bildungsreformerin, klar, weil ja. Ich habe dann auch nach Formulierungen gesucht, aber... Die Frage war einfach, wie diese für euch, weil ich meine, auch was deine Schwestern in Afrika machen, da geht es ja um Frauenbildung, genau das ja. Ist doch das Einzige, was diesen Kontinent irgendwie weiterbringen kann, indem man sagt, wir müssen die Mädels bilden und dann müssen wir endlich diese Systeme abschaffen. Ja. Also, weil du das jetzt bringst mit Afrika und wir müssen die Mädels bilden, das fand ich so schön, das ist jetzt einige Jahre her, da hat ein Zahnarzt, der diese... dieses Zahnärzte ohne Grenzen auch ins Leben gerufen hat, der kam dann auch auf uns zu, weil er nämlich über den Umweg von Nepal unsere Mitschwestern kennengelernt hat und er hat sich dann geoutet, er hat zwei Töchter und hat gesagt, er hat sie bewusst nicht an unsere Schule geschickt, weil er eben Angst gehabt hat vor der Mädchenschule, dass die dann nicht aufs wirkliche Leben vorbereitet werden. Und in Nepal hat er dann eben gemerkt, was unsere Mitschwestern da tun für die Mädchen und Frauen und ja, hat sich sozusagen bekehrt und ist auf uns zugekommen. Es waren auch mittlerweile schon Schülerinnen mit ihm in Nepal und haben da Projekten teilgenommen. Ich meine, Mary hat ja auch Schwierigkeiten mit dem Papst einfach deshalb, weil sie ja nicht den Klausur lesen ließ. Ja, bevor es losging, hat mich auch eine Dame schon angesprochen, wie das war. Also es war nicht nur mit den Päpsten, also sie hat nicht nur Schwierigkeiten mit der Kirche gehabt, es war einfach eine andere Gesellschaftszeit. Ich erzähle auch unseren Schülerinnen immer wieder, Frauen durften damals gar nicht alleine auf die Straße. Also man musste entweder mit dem Vater, mit dem Bruder oder dann mit dem Ehemann. Das hat irgendwann eine Ordensfrau alles nicht mehr zu bieten. Also muss sie natürlich dann hinter Klostermauern bleiben. Und das wollte sie nicht. Und sie wollte auch für die Bildung der Mädchen, dass die in den Familien bleiben. Also es war schon möglich, dass Mädchen auch ausgebildet werden, aber die mussten dann halt im Kloster mitleben und das wollte sie nicht. Sie hatte ja als Vorbild den Ignazio von Loyola. Ja, also... Und das war ja dann auch irgendwann ihre Erkenntnis mit Vivian Kirsche, das heißt bei euch. Na. Sie hatte diese zwei Phasen im Leben, wo sie dann in der zweiten auf die 1609 auf die Idee kam, genau das jetzt machen zu wollen, diesen Orden zu gründen, nach dem Vorbild der Jesuiten.
Also sie hat in England natürlich dann die Jesuiten kennengelernt, weil die im Untergrund gearbeitet haben. Die Katholiken waren ja verfolgt und ist dann, also in England gab es ja keine Klöster, deswegen musste sie ja dann auch von England weg aufs Festland. Und da hat man sie dann zuerst mal, also sie wollte in ein ganz strenges Kloster, und da hat man sie dann wirklich also ins Kloster geschickt mit Klausur, und sie musste dann, weil sie auch gute Umgangsformen hatte und weil dieses Kloster ein bisschen so das Image wieder aufpolieren musste, wir hatten da vorher ein bisschen Schwierigkeiten mit Schwestern, die rausgegangen sind und gebettelt haben. Und dann hat man sie zum Betteln geschickt, also dass sie Lebensmittel für die Schwestern hier besorgen kann. Also sie war dann Laienschwester und keine Chorschwester. Und da hat sie dann gemerkt, dass das nicht ihr Weg ist. Also zuerst hat sie dann noch ein englisches Kloster, weil sie konnte ja dann nicht Englisch sprechen, dann hat sie für die englischen Schwestern noch ein Kloster gegründet. Ja, nebenbei hat sie schon mal, nachdem mir das Kloster nicht gefallen hat, sie war ein eigenes Kloster gegründet. Aber auch ein strenges, hat aber dann auch erkannt, dass das nicht ihr Weg ist. Also da gibt es auch, ich habe hinten auch ein paar Ausschnitte aus dem gemalten Leben. Es gibt so einen Bilderzyklus, 50 Bilder von Mary Ward aus ihrem Leben, wo sie dann eben erkannt hat, dass sie die Ordensregel vom Ignatius übernehmen soll oder dass Gottes von ihr will. Und das ging natürlich gesellschaftlich und kirchlich in der Zeit nicht, ist klar. Und wie das heute auch noch ist, wenn jemand was Gutes macht, dann wird eigentlich nicht so viel drüber geredet. Und wenn jemand was macht, wo man nicht mit einverstanden ist, dann wird es gleich an die große Glocke klingeln und sowas. Da eben auch die es nicht toll fanden, haben sich beim Papst beschwert und dann... Also Sie können hoffentlich nachvollziehen, warum ich seit dem ersten Mal, als mit Regina kochen durfte, da jetzt ein Fan des englischen Fräulein bin. Ihr habt die Gelübde mit Keuschheit, Gehorsam und Armut. Das hat Regina mal in einem Satz erwähnt, als sie vorgeschwärmt hat von einem kleinen Teil, das ihr so gefallen hat. Das fanden wir dann so schön. Nein! Da steht einfach drauf, an apple a day keeps the doctor away, da kann man seine 7 Äpfel reinlegen. Und wir dachten, es war eine gute Zeit. Also da wird jetzt auch immer, wird jede Woche werden die Äpfel wieder aufgefüllt und dann kriegt ihr Möbelmacher ein kleines Stoßgebet, dass es euch weiter gut geht. Dankeschön. Bleiben Sie noch weiter unsere Gäste, schauen Sie rauf in die Ausstellung, kommen Sie vor allem am Sonntag um 11 zur Hutangelführung. Ich würde mich freuen, wenn alle Beteiligten nochmal mit vorkommen, vor allem auch Klaus und Elke, die die Steaks für Sie gemacht haben und die Chips. Und dann wünsche ich Ihnen einfach noch einen wahnsinnig schönen Abend, bleiben Sie noch hier. Und dann einen guten Nachhauseweg. Danke.